Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus-Simulator. Wir sind gerade auf dem Weg nach Gold Island und darum habe ich jetzt die Aufnahme jetzt gestartet, um euch mitzunehmen, da wir da die Aufgabe dann ja erledigen und das machen wir ja wie immer zusammen. Also nehme ich euch die restliche Fahrt jetzt einfach mit. Und das sollte aber nicht mehr so lange dauern. Genau, da haben wir die nächste Aufgabe gerade erledigt und dann fehlt uns nur noch eine und dann sind wir auch mit diesem Aufgabenblock wieder durch. Habe ich genau beobachtet, dass die hier auf meinem Bus eingestiegen ist. Ah, scheiße. Oh, jetzt hänge ich fest. Super. So.
da das so reibungslos ist, kommen wir auf jeden Fall mit weiteren Vorschlägen auf dich zu. Gute Nachrichten. Die Investition in Elektrobusse hat sich bereits gezeigt, dass wir eine große Anwendung bekommen. Ein wohlhabender Bezirk hier in Angel Shores hat sich bislang geweigert, sich dem öffentlichen Verkehrsnetz anzuschließen. Sie hielten unsere Busse für zu laut, aber die neuen und leisen E-Busse haben sie umgestimmt. Jetzt können wir Eclipse Bay an unser Streckennetz anschließen. Unser Unternehmen dürfte sehr davon profitieren. Aha, jetzt wird der Pöbel mit in die reichen Viertel gemacht, oder was? Wir fahren natürlich jetzt noch die Route zu Ende, ne? Also. Ah, rasender Bus. Ich hab. Ups. Oh. F2 gedrückt statt F1. So. Upsi dupsi. Vielleicht hebt mein Bus ab, wenn es so weitergeht. Ein bisschen zu forsch gewesen. Ach komm, ich, Und die letzte Haltestelle. Dann haben wir das und dann schauen wir uns mal die neuen Aufgaben an. Verbinde die Stadtteile Eclipse Bay, Iris Harbor und Delaney Research mit mindestens einer Route. Mindestens 30% deiner Busse sind Elektrobusse, das haben wir schon erledigt. Erhalte einen Zahltag auf einer Route zwischen den Stadtteilen Eclipse Bay, Iris Harbor und Delaney Research. Und dann haben wir noch erreiche eine Zufriedenheit von 4 Sternen auf dieser Route halt. Und fahre eine Route mit blablabla, mit Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend. Okay, mit Elektrobus. Das haben wir alle schon. Ich habe gesehen, wir können hier ausbauen. Und das machen wir direkt auch. Gut, dann müssen wir noch eine Route erstellen. Das wäre Iris Harbor, Eclipse Bay ist hier hinten. Okay, dann geht das hier über dieses Eck. Das sollte okay sein. Ja, eine kriegen wir auf jeden Fall nicht mit rein. Da wüsste ich pauschal nicht wie, außer wir machen das so. Ja, okay, der lässt mich nicht. Okay.
Es geht doch so. Moment. Genau, und dann können wir da. Da. Und dann da. Gut, dann haben wir doch alle verbunden. Dann müssen wir nach Delani Research. Hier haben wir ja schon eine Route. Haben wir irgendeine, die nicht verbunden ist? Nee, okay, dann können wir da machen, was wir wollen. Würde ich dahin gehen. Da und da. Und dann können wir rüber nach hier. Okay. So, ne? Machen wir das so. Haben wir noch einen Bus übrig? Nur den, okay. Ja, da müssen wir noch einen kaufen gehen eben. Da haben wir sogar hier direkt einfach eine Verkaufsstelle. Und dann holen wir uns da direkt auch einen Elektrobus. Ach, das war falsch. Moment. Oder war richtig? Ich habe es nur den anderen gekauft, ne? Ich habe einen Elektrobus gekauft, ne? Ja. Nur war das ein Citaro. Okay, dann nicht. Dann geben wir das nochmal ein. Oh, warte, ich muss diesen Augen. So, den hier, den Volvo haben wir immer. Ach Quatsch, nein, keine rote. So, dann 19 und dann nehmen wir den. Einmal zack und dann gehen wir auf jetzt fahren. Und machen diesen hier. So. Sollte relativ fix gehen. Ich hab das Tempomat nicht an.
Oh Mensch, scheiße. Hab ich so spät gesehen. So, und da ist unsere erste Haltestelle. Ah ne, oder auch nicht. Doch das ist unsere erste Haltestelle. Danke. Hallo. Meine Tochter hat gesagt, dass sie das Ziel ist. Der Schwanz ist auch für eine Fahrkarte. Danke fürs Aufwecken. Das zum Thema reiche Ecke. Oh Scheiße, zu viel Wechselgeld. Wieder Katastrophe hier. Das hat sich gelohnt. Oh, Entschuldigung, ich bin hier wieder am Rumschniefen. Und nein, ich bin nicht krank, ich bin stark Allergiker. Geht jetzt bis zum Winter nicht mehr weg.
fast wieder ins Auto gekracht. Dann haben wir den Zahltag erreicht. Müssen wir nur noch 4 Sterne erreichen, aber so wie ich bis jetzt gefahren bin, wird das vielleicht nichts. Moment, wo ist meine Tasche? Ist All Directions so eine Casting-Boyband? Fürs Aufwecken. Die Sitze sind einfach zu bequem. Es regnet häufig in letzter Zeit. Zum Glück habe ich eine Monatsfahrkarte und kann mit dem Bus fahren, bis es aufhört zu regnen. Noch aber strahlend Sonnenschein. Passe ich durch. Ja, geht doch. Es fahren echt viele Leute hier. Oh my God.
einfache Fahrt, bitte. Okay, besser den Bord, besser zweimal die Bordkante als einmal das Auto. Okay, noch 3 Haltestellen, dann haben wir es geschafft. Hi, einfache Fahrt bitte. Nur noch 2 Haltestellen und dann haben wir es geschafft.
Oh, es ist hier wieder Regenpilz mit anfassen, ey. Quetsche ich mich jetzt einfach hier ganz galant durch. So, das könnt ihr mich mal. Letzte Haltestelle. Haben wir 4 Sterne erreicht oder nicht? Das ist hier die Frage. Das ist das erste Mal überhaupt, gerade dass so. Eclipse Bay über ein öffentliches Verkehrsnetz verfügt. Wie aufregend. Es war nicht leicht, die Bewohner von Eclipse Bay davon zu überzeugen, dass ein Nahverkehrssystem eine gute Sache ist. Aber unsere Geduld hat sich ausgezahlt. Sie haben ihren Freunden in Lakeside View von unseren Busrouten erzählt. Die Bewohner von Lakeside View haben sich nun gemeldet und nach neuen Routen gefragt. Ist das nicht toll? Ja, super. So. Die können wir verbessern, das machen wir auch dann direkt. Gut. Wir müssen verbinden die Stadtteile Eclipse Bay und Lakeside View mit mindestens einer ausgeglichenen Route. Erhalte einen Zahltag auf einer Route zwischen den Stadtteilen Eclipse Bay und Lakeview. Verbessere die Stufe des Stadtteils Lakeview auf Stufe 3. Verfüge über 5 perfekte ausgeglichene Routen. Das haben wir aber schon. Gut, Lakeview will es. Wo haben wir das denn? Hier unten nicht. Also wir müssen. Oh Gott, ich dachte gerade, da wäre jemand an der Tür. Ja, ich könnte euch also gucken, wenn ich schwarz mit. Also das hätten wir. Das müssen wir verbinden mit. Eclipse Bay wäre das hier und Lakeside View. Oh, das ist aber weit auseinander. Lakeside View auf Stufe 3. Ja, da müssen wir auf jeden Fall die 3 hier noch verbinden, die, oder die 4 eher gesagt, die nicht miteinander verbunden sind. Und den Rest haben wir ja schon. Also, ja, logisch. Gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.